Fachkräftemangel. Gefühlt das Dauerbrenner-Thema in allen Unternehmen. Man bekommt nicht die richtigen Leute, die man braucht, damit man wachsen kann, damit man die Flut der Aufgaben wirklich bewältigen und abarbeiten kann. Wie man diesen Fachkräftemangel allerdings ein bisschen lindern kann und was man als Arbeitgeber dafür tun kann, damit man attraktiv wird, das zeige ich in diesem Video. Hallo zusammen und herzlichen Dank, dass Sie sich angemeldet haben für unser Webinar, dass Sie heute da sind, um das wichtige Thema Fachkräftemangel zu besprechen. Fachkräftemangel ist eigentlich das Hauptthema bei meinen ganzen Handwerkskunden und ich gehe mir ganz sicher davon aus, das hat Sie auch Sie schon in der Vergangenheit ziemlich beschäftigt. So, Sie alle kennen das Thema, die richtigen Mitarbeiter zu finden und vor allem auch zu halten, dass sie uns nicht mehr davonlaufen. Und das mit dem Finden ist immer ganz einfach. Es gibt Branchen, da ist es wirklich ganz, ganz schwierig, so im Bereich zum Beispiel Metzgereien oder sowas, da die richtigen Mitarbeiter zu finden und langfristig zu binden. Das ist eine riesige Herausforderung. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal dieses Webinar, um vielleicht gemeinsam Dinge gemeinsam voranzubringen, wie es dann etwas leichter geht. Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen in das Thema, gibt es noch zwei kleine organisatorische Hinweise. Zum einen bekommen Sie im Nachgang die Folien und die Hilfsmittel alle von uns per E-Mail nochmal zugesendet. Sie können sie aber auch direkt hier im Webinar gegen Ende entsprechend runterladen. Da wird entsprechend eine Einblendung kommen und Sie können sich dann die ganzen gezeigten Folien und so weiter entsprechend runterladen. Und das zweite ist, bei Fragen und Anmerkungen, bitte nutzen Sie die Chat-Funktion. Wir nehmen das alles entsprechend mit auf und wir werden dann in Ruhe Ihre ganzen Anfragen alle entsprechend beantworten und Ihnen individuell per E-Mail zurückschreiben. Das sind die beiden Sachen, wie es mit dem Webinar hier so funktioniert. Es wird nicht allzu lange dauern, ist ja immer gedacht, dass man das auch mal nebenbei, neben dem ganzen Tagesgeschäft mich anschauen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind. So, und damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. Fachkräfte finden ist wirklich nicht einfach. Denn die Konkurrenz zahlt vielleicht mehr, die Bewerber können nicht das, was sie wollen oder es sind entsprechend alle weggezogen. Gehen wir mal die Punkte einfach der Reihe nach durch. So, jetzt haben wir das Dauerbrenner-Thema. Fachkräfte anziehen und die idealen Mitarbeiter finden, ist je nach Branche und nach Ort ziemlich mühselig und teilweise sehr, sehr schwierig und frustrierend. Ich habe schon angesprochen, manche Branchen, zum Beispiel Bäcker oder mit Metzgereien, ganz, ganz schwierig. Bei den Bäckern will keiner mehr von den jungen Leuten früh aufstehen, das heißt eigentlich nachts aufstehen. Und bei den Metzgern ist es auch immer schwierig, ja, mit Fleisch und Tiere und so weiter, ganz, ganz schwieriges Thema. So. Also, was passiert jetzt tatsächlich, wenn Sie irgendwelche Bewerbungen entsprechend geschalten haben oder Stellenangebote vor allem geschalten haben? Sie bekommen ganz, ganz viele Bewerbungen und die sind dann teilweise absolut nicht passend zu dem, was Sie gesucht haben. Sprich, die Qualität der Bewerbung ist teilweise schwierig, ich würde sagen oft relativ mies. Sie bekommen wahrscheinlich eine Flut von irgendwelchen Agenturen aus Osteuropa, die Ihnen irgendwelche Mitarbeiter vermitteln wollen und eigentlich so diese... Ja, wo Sie jetzt sogar wissen, ist das ein seriöser Anbieter oder nicht, weil es dann irgendwelche Mitarbeiter von wirklich ganz weit aus Osteuropa sind, die über irgendwelche ganz schwierigen Agenturen mit Sitz in Estland und so weiter sind. Schwieriges Thema. Oder Sie sprechen dann mit Bewerbern, die Sie dann schon mal vorsortiert hatten, haben Sie eingeladen und dann sitzen die bei Ihnen am Tisch, haben eigentlich nicht das Profil und das Können, was Sie sich vorstellen, aber die Gehaltsvorstellungen sind natürlich exorbitant, weil Sie können sich im Moment ja die Stellen aussuchen. Zumindest meinen Sie das so, dass es so wäre. Naja, und dann wird es halt ganz schwierig, weil dann gibt es vielleicht noch dann als Konkurrenzunternehmen einen Großbetrieb bei Ihnen um die Ecke, der vielleicht in der gleichen Branche arbeitet wie Sie selber, aber eher ein Industriebetrieb ist und kein Handwerksbetrieb und damit einfach auch ganz andere Arbeitszeitmodelle anbieten kann und möglicherweise auch andere Gehaltsvorstellungen bedient. Und dann laufen Sie halt dann dahin. Im schlimmsten Fall hat Ihnen genau dieser Konkurrent in der Vergangenheit schon ein paar Bewerber auch abgeluchst. Naja, und bei Ihnen türmt sich weiterhin dann die Arbeit und weil Sie nicht die Sonderleistungen und die Prämien verteilen können oder eben halt dann knapp unter dem Gehaltswunsch der jeweiligen Bewerber einfach liegen. So, wie soll es jetzt weitergehen? Soll es jetzt hier mit dem Wettrüsten anfangen? Sollen wir jetzt schauen, dass man hier die höchsten Gehälter bezahlt? Sollten wir schauen, dass man mit Diensthandy, Dienstwagen, 50 Tage Urlaub und alles Mögliche dann irgendwie schaut, dass man den doch irgendwie binden kann? Naja, das ist schwierig, weil es gibt ja auch entsprechend Restriktionen bei Ihnen, ab wann lohnt es sich eigentlich noch jemanden einzustellen und wann macht es einfach keinen Sinn mehr. Es soll ja schließlich noch ein Unternehmen sein, was auch irgendwann am Ende Geld verdient. Und wenn Sie das Gehälter bezahlen, die Sie aber über Preise bei Ihren Kunden nicht durchsetzen können, dann wird es einfach schwierig. So, also wo fängt das ganze Thema an
Und wo hört es auf und was motiviert eigentlich die Bewerber eigentlich? Und damit kommen wir schon zum nächsten Folie drauf. Hier die zwei Kernfragen zum Fachkräftemangel. Was motiviert mögliche Bewerber und warum arbeiten sie eigentlich am Limit? Da haben wir schon den ersten Kern des Problems für viele Betriebe. Was bewegt einen Suchenden dazu, sich bei Ihnen zu bewerben? Also, warum soll er unbedingt zu Ihnen kommen? Was bieten Sie für den jeweiligen Bewerber an? Und was bieten Sie im Vergleich zur Konkurrenz? Und warum frisst er Ihren Wurm an dem Angelhaken und nicht den von dem Konkurrenten? Und das zweite Problem ist immer die Frage, was ist Ihre Arbeitslast? Also, was hat sich verändert und was helfen neue Mitarbeiter langfristig, die Arbeit entsprechend zu schultern? Also, sprich, wie schnell kommen Sie wirklich dann auch in das betrieblichen Abläufe rein bei Ihnen im Betrieb? Wann können die tatsächlich mit voller Auslastung arbeiten oder braucht es erst noch eine ziemlich lange und schwierige Anlernphase zum Beispiel? Weil dann haben Sie zwar jemanden sofort auf der Gehaltsliste stehen, aber er bringt noch nicht wirklich das, was Sie sich eigentlich so vorstellen. Ja, und ganz ehrlich, in meinem eigenen Unternehmen, da kenne ich jeden Punkt auch, weil ich habe ja auch Mitarbeiter und ich habe die auch irgendwann mal suchen müssen und ich muss sie motivieren, bei mir anzufangen und ich möchte sie auch langfristig halten. So, auch bei uns wird die Arbeit natürlich entsprechend mehr und ich muss auch als Freiberufler einfach Festangestellte suchen, um mir mit zu helfen. Jeder in seinem Bereich mit drin, aber deswegen ist mir dieses Thema nicht nur als Berater letztendlich in meinem Kundenunternehmen bekannt, sondern auch letztendlich als Unternehmer in meiner eigenen Firma. Damit sind wir schon beim nächsten Thema mit meiner Firma. Ich darf Sie Ihnen kurz vorstellen, damit Sie auch wissen ungefähr, wie das da reinkommt. Seit 2010 berate ich also kleine und mittlere Unternehmen, speziell eben aus dem Bereich des Handwerks. Und in dem Bereich des Handwerks sind wir also ganz stark unterwegs, so im projektbezogenen Handwerk. Also wir haben Glasereiunternehmen zum Beispiel, wir haben Möbelbauer, Schreinereibetriebe, Zimmereibetriebe. Das sind so die klassischen Firmen, die letztendlich mit uns gemeinsam zusammenarbeiten. Von der Unternehmensgröße her, zwischen 5 und 50 Mitarbeiter ist da so ziemlich alles dabei. Aber die meisten Kunden sind so bei 15 bis 35 Mitarbeitern ungefähr, weil da macht es wirklich Sinn, dass man sich ganz, ganz vertieft über die organisatorischen Abläufe einfach mal unterhält und die entsprechenden Effizienzen heben kann. Ja, ich habe noch Unterstützung von meinen zwei festen Mitarbeiterinnen. Sie sehen die Bilder mit drauf, das sind die Frau Bayer und die Frau Püllmann. Die sind beide eine ganz, ganz große Hilfe für mich und die beiden musste ich letztendlich auch gewinnen durch Stellenanzeigen. Die beiden konnte ich auch gewinnen und die beiden haben sich auch entschlossen, dass sie möglichst lange bei mir im Moment gerade bleiben wollen. Jeder hat so seine Hauptaufgaben. Und wir können aber uns auch gegenseitig vertreten, denn das war eines meiner großen Ziele. Wir sollten im Unternehmen halbwegs vertretbar gegenseitig bleiben, denn jeder kann mal krank werden, jeder ist mal im Urlaub, jeder hat mal irgendeinen Termin, wo er gerade nicht kann. Also sollte trotzdem die Arbeit halbwegs funktionieren. Und damit sind wir bei der nächsten Folie, letztendlich die Probleme bei der Arbeitnehmersuche. Also ich habe Ihnen mein Team kurz vorgestellt. Als Unternehmensberater arbeite ich vorwiegend mit kleinen Unternehmen. Und damit habe ich auch letztendlich eine Honorarhöhe, die auch für kleine Unternehmen stemmbar ist. Was bedeutet das? Bei entsprechend kleineren Honoraren, die ich von meinen Kunden bekomme, kann ich natürlich auch jetzt nicht die Vergütung an meine Mitarbeiter bezahlen, wie wenn sie jetzt bei den ganz großen Beratungshäusern arbeiten würden. Da gibt es ja die großen fünf, die man immer irgendwo im Fernsehen hört. Die haben dann Tagessätze von 3.000 Euro am Tag pro Kopf. Und damit kann man natürlich auch entsprechende Vergütung für die Mitarbeiter sicherstellen. Aber das funktioniert jetzt in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, halt nicht wirklich. So, und das ist genauso, wie es bei einem Metzger ist. Ein Metzger kann halt vielleicht nicht die Gehälter oder die Löhne bezahlen, wie man es dann eben bekommen würde bei einem fleischverarbeitenden Industriebetrieb zum Beispiel oder bei einem großen Handelskette, die eben nebendran ist. Die einfach dann nur so eine Metzgerei-Shop-in-the-Shop-Prinzip irgendwie hat, aber letztendlich sind es Mitarbeiter von dieser Handelskette. Also, wie schafft man es trotzdem, dass man, wenn Geld nicht alles ist, Top-Mitarbeiter irgendwo anstellen kann, die wirklich massiv motiviert sind, wo die Arbeit einfach Spaß macht, auch im Team zu arbeiten und die jetzt nicht sich nur vom großen Geld blenden lassen. Es muss also mehr geben als nur die reine Vergütung. Also das ist Thema zum Beispiel, wie abwechslungsreich ist die Arbeit und macht es einfach Spaß, was das Betriebsklima? Sieht das Team Fortschritte und gestaltet sich die Arbeitsweise einfach mit? Reden wir gemeinsam drüber, wie schaffen wir das oder wie können wir das machen? Oder bin ich mehr so der Patriarch, der quasi vorgibt, du musst es so machen und so weiter und eigentlich für Entfaltung und eigene Kreativität bei den Mitarbeitern nicht wirklich viel Raum ist? Das sind also alles lauter Punkte, die es uns ermöglichen, neben unserer Kundenarbeit Mehrwert wie unserem Blog oder unsere Webinare anzubieten.
Also neben der reinen Kundenarbeit machen wir auch noch ganz viel außenrum. Sie kennen vielleicht meine Homepage, axel-schröder.de. Sie sind jetzt hier gerade beim Webinar mit dabei. Also das sind also Dinge, die wir alle anbieten können, weil wir einfach ein tolles Team haben und super zusammenarbeiten. Und für Sie bedeutet es, das können Sie in Ihrem Betrieb auch erreichen. Also motivierte Mitarbeiter finden, die die Auftragslast problemlos stemmen und für die Arbeit die Zukunft leichter machen. Das funktioniert. Und damit sind wir bei der nächsten Folie drin. Es gibt also letztendlich drei verblüffende Methoden gegen den Fachkräftemangel. Und ich habe mir da lange Zeit drüber Kopf gemacht. Um was geht es da wirklich? Also wie kann ich Leute ranbinden? Was ist mein wirklicher Mehrwert in nicht finanzieller Art gegenüber meinen Konkurrenzunternehmen? Es gibt ja alle möglichen, die nach draußen sind. Andere Unternehmensberater, Steuerberater, alles mögliche, große Büros. Das sind alles für mich eigentlich Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. So, und die drei verblüffenden Faktoren für den Fachkräftemangel, die sich in unserer Beratungspraxis eigentlich immer mehrfach bewährt haben und die also weiter reichen als das normale Gehalt zahlen, das gehen wir in den nächsten 15 Minuten einfach mal gemeinsam durch. Und das sind die Bereiche Arbeitsorganisation, Zielsetzung und vor allem die Außenwirkung. Und jetzt starten wir mal mit dem verblüffend einfachen Mittel Nummer 1. Wie arbeiten Sie und Ihre Mitarbeiter eigentlich? Also was passiert da eigentlich in Ihrem Betrieb? Wir gehen also zuerst direkt in Ihren Betrieb. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn eigentlich in welchem Bereich? Haben Sie das mal irgendwo formalisiert auch? Gibt es vielleicht sogar ein Organigramm oder sowas in die Richtung? Wie viele sind denn in Verwaltungstätigkeiten im Büro zuständig? Wie viele haben Sie vielleicht in der Fertigung oder in der Montage? Wie viele sind im Außendienst? Haben Sie darüber vielleicht irgendwie eine Aufstellung? Und dann ist auch genau das Thema, wie viel Arbeitszeit steht denn eigentlich für den jeweiligen Betrieb Teil wirklich zur Verfügung? Also wie lange haben Sie denn überhaupt Leute da? Und das kann man auch entsprechend sich anschauen, dass man sagt eben eher nicht nur, was irgendwo auf dem Gehaltszettel steht, 220 Tage im Jahr, sondern Sie haben ja auch entsprechend Ausfälle, Krankheiten, Urlaube, alle möglichen Themen. Was ist denn wirklich die zur Verfügung stehende Arbeitszeit, die da ist, die man auslasten kann? Und damit dann auch die nächste Frage, wie lange dauern eigentlich typische Aufgaben? Also das Erstellen einer Rechnung zum Beispiel oder ein Angebot schreiben oder eben ein Standardprodukt herstellen oder die Warenannahme oder ähnliche Dinge. Wie lange braucht man üblicherweise für sowas? Und damit kriegt man eigentlich doch einen schönen Überblick über zur Verfügung stehende Arbeitszeit und wie lange dauert irgendwas. Und der wesentliche Punkt ist es Ihr Bauchgefühl, wie lange was dauert oder haben Sie es mal gemessen? Und messen heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt nebendran stehen müssen mit der Stoppuhr, sondern dass man einfach mal Stichproben macht, dass man sich anguckt, naja, wie lang ist denn das ungefähr? Und wenn man so das sich mal angeguckt hat, dann kriegt man auf jeden Fall einen Wert, mit dem man arbeiten kann. Weil es ist ein Unterschied, ob was eine Viertelstunde dauert oder eine Stunde dauert oder einen halben Tag dauert. Und das mal wirklich nachzumessen, sich mal anzuschauen. Also messen heißt ja nicht abzählen in dem Sinn, sondern messen heißt ja nur, die Unsicherheit über etwas so weit zu reduzieren, dass ich damit arbeiten kann. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kriegt man auf einmal auch einen Blick auf die ganzen Abläufe, auf die Prozesse. Ob das so gut ist, was da so passiert. Ist es wirklich prima, wenn jetzt eine Rechnung zu erstellen, weil man zwischen verschiedensten Papieren von seinem Bautagebuch oder von seiner Projektdokumentation, von seinen entsprechenden Eingangsrechnungen, von den Lieferanten und so weiter immer hin und her springen muss, damit man also alles irgendwo dann in Excel oder in irgendeinem Abrechnungswerkzeug dann irgendwie mühevoll zusammenkopiert. Und diese ständigen System- und Medienbrüche und so weiter dafür sorgen einfach, dass diese Rechnung eben nicht in der Minute fertig ist, auf Knopfdruck, sondern dass es eben 2,5 Stunden dauert, um eine Rechnung zu erstellen. Und damit haben Sie auch dann gleich ein Preisschild an Ihrer Rechnung dran. Also wenn Sie jetzt 2,5 Stunden brauchen, um jetzt einen Mitarbeiter im Büro mit einem vielleicht kalkulierten Stundensatz von 40 oder 50 € die Stunde, dann kostet Sie diese Rechnung in der Erstellung ungefähr 100 €. Und sich das bewusst zu machen, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und viele digital gut aufgestellte Betriebe haben also auch die Auswertungen, die man dazu braucht, auf Knopfdruck. Zum Beispiel Zeitstempel von Zeiterfassungssystemen oder einfach auch einmal tatsächlich erfasst mit einem Auftragsverwaltungswerkzeug. Das kann jetzt Tools sein wie Trello, AWORK oder Microsoft Outlook oder wie sie alle heißen. Auf jeden Fall Zeitstempel sind da mal ganz wichtig, dass man auch mal dafür ein entsprechendes Gefühl dafür bekommt. Die meisten Betriebe arbeiten allerdings nicht so, dass sie es messen, sondern eben mit Schätzwerten.
Und das verstehe ich manchmal nicht wirklich. Also jeder Handwerker ist ja eigentlich wirklich gewohnt, sein Metermaß in die Hand zu nehmen und dann bei seinem Gewerk, zum Beispiel, wenn sie das Fenster montieren, die Fensterleibung auszumessen, damit einfach die Sache passt. Oder sie bauen eine Dusche irgendwo ein, sie müssen doch wissen, ob die Dusche da reinpasst. Also da ist in der Leistungserstellung das Messen völlig normal, aber das Messen tatsächlich von den betrieblichen Abläufen, wie lange was dauert oder wie oft was vorkommt oder wie gut der Erfolg ist, zum Beispiel, ob alle ihre Angebote zu Aufträgen werden oder bloß vielleicht 8% davon und dafür 92% für die Katzarbeiten war, das wird eben nicht gemessen. Und das ist schade, weil das müsste man eigentlich genauso machen wie bei seiner täglichen Handwerksarbeit eigentlich auch, dass man die Dinge mal wirklich sich anschaut und mit Messwerten arbeitet. Also, der Schritt 1 ist tatsächlich dann hier das Messen von den jeweiligen Abläufen. Notfalls wirklich mal mit der Stoppuhr, damit man wenigstens mal ansatzweise ein Gefühl dafür kriegt, wie lange dauert denn eigentlich irgendwas. Und Sie glauben ja gar nicht, was das für eine Wissensvermittlung auch im Team miteinander bringen kann, wie die miteinander reden. Wenn man sagt, oh Gott, jeden Tag ist der Wareneingang und jeden Tag suche ich mir zuerst meine Auftragsbestätigungen zusammen, weil die in irgendwelchen Projektordnern irgendwo rumliegen und dann kommt der Lieferant mit dem LKW und dann wird abgeladen und dann muss ich das durchschauen, dann wird der Lieferschein gegen die Auftragsbestätigung geprüft und dann, das kann ewig dauern, insbesondere dann, wenn alles papiergebunden ist. Naja, Schritt 2. Wenn Sie messen, beobachten Sie vor allem auch und dann sehen Sie eigentlich schon, sucht er in dem Ordner oder hat er es sofort zur Hand. Als Hilfestellung nehmen Sie dann einfach die Sicht einer Anfrage oder eines Briefes. Nee, gehen Sie mal in die Schuhe oder in die Rolle eines wirklichen Briefes oder eines Rohstoffs und machen Sie sich mal den Ablauf klar, was da passiert. Und da kann ich Ihnen ein wunderbares Beispiel erzählen. Wir hatten also einen Kunden, der kam aus dem Bereich Elektromotoren, ungefähr 40 Mitarbeiter gewesen. Und das Unternehmen ist vom Gründer nach wie vor geführt worden. Der war dann schon etwas seniorer, deutlich über 70 Jahre alt. Und mit seiner Gattin, und dann kam also ein Brief, meistens eine Rechnung, papiergebunden. Die kam also rein, dann wurde dem Chef quasi dieses Papierstück, also der verschlossene Umschlag, auf den Schreibtisch gelegt. Dann hat dann der Chef tatsächlich mit so einem schönen Brieföffner noch den Umschlag entsprechend aufgemacht, hat die Rechnung rausgezogen, hat sie angeguckt. Naja, nachdem es ein relativ großer Betrieb war mit einem Millionenumsatz, war ihm jetzt nicht ganz klar, wirklich immer, was jetzt tatsächlich jeder Mitarbeiter wo bestellt hat. Also eigentlich prüfen konnte die Rechnung nicht. Er hat sie betrachtet. Und dann, wie er sie betrachtet hatte, hat er sie seiner Frau gegenüber am Schreibtisch hingelegt und die hat dann den Posteingangsstempel drauf gemacht. Und dann kam dann die Rechnung von der Frau zum Büroleiter und in das Posteingangskörbchen rein. Und da hat sich der Büroleiter dann zum Schluss, nachdem sogar der ganze Stapel war mit Rechnungen, dann diese Rechnung wieder rausgezogen, hat die sich angeguckt und hat überlegt, ist das jetzt ein schwieriger Schritt oder ist das ein einfacher Schritt, den man bearbeiten kann, weil eine einfache Rechnungsprüfung, die hat dann quasi eine Büromitarbeiterin einfach mitgemacht, eine Verwaltungsmitarbeiterin, die aber erst relativ neu dabei war und nicht wirklich ganz tief in den Themen drin war und dann er als Büroleiter quasi die schwierigen Rechnungen alle geprüft hatte. So, und dann ist es alles gemacht worden und dann ist es gebucht worden und dann sind die alle abgeheftet worden und dann haben sich so im Laufe eines Jahres auch die Regale alle gefüllt mit den ganzen Rechnungen drin. Und wenn man sich das überlegt, ich bin eine Rechnung, ich werde rituell geöffnet, ich werde bestempelt, ich werde rumgetragen, ich werde abgeheftet, ich werde wieder rausgesucht. Aber Wahnsinn. Machen Sie es bitte nicht so. Das war ein Extrembeispiel, ich weiß, aber das sind so die Auswüchse, die vielleicht ab und zu doch mal vorkommen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war nicht, dass es so ist, weil es einfach so gewachsen ist, sondern das Problem war, keiner, weder der Chef, noch die Unternehmergattin, noch der Büroleiter, noch die Mitarbeiterin drin, haben dieses Zeremoniell jemals hinterfragt, ob das so sein muss, ob das so sinnvoll ist und was der ganze Spaß eigentlich kostet. Und wie viel Zeit da dabei drauf geht, das können Sie sich ja selber vorstellen. Also, wenn Sie sich das überlegen, wie lange das dauert und wartet und liegt und so weiter und gebucht und überwiesen und dann sind teilweise sogar noch Überweisungsträger beleghaft ausgefüllt worden, weil es mit dem Online-Überweis nicht so wirklich funktioniert hat. Es hat einfach enorm viel Zeit gekostet. Und natürlich war in diesem Büro jeder vollständig überlastet. Alle haben am Anschlag gearbeitet, alle haben Überstunden geschoben ohne Ende und keiner hat zurecht gewusst, wie er eigentlich mit der ganzen Arbeit zurechtkommen soll. Da ist halt recht viel für die Katz gearbeitet worden. Und das liegt halt auch mit dran, weil halt einfach Unmengen von Papier bewegt worden sind. Und Unmengen von Papier kommen rein ins Unternehmen, werden
verarbeitet, werden abgeheftet, werden wieder durchgebildet und gesucht und so weiter. Es werden aber auch Unmengen von Papier im Unternehmen selbst gedruckt und selbst produziert, sei es Ausgangsrechnungen, sei es Lieferscheine, sei es alle möglichen Internetdokumente. Und die werden auch dann oft durch die Gegend getragen, wandern dann in Eingangskörbe oder an Übersichtswände mit so Magnetpins dran und so weiter. Das sind also eigentlich alles Dinge, die man jetzt sicherlich ändern könnte. Die Zeit dafür wäre mit Sicherheit reif. Jetzt habe ich Ihnen diese Briefreihe durch alle Ebenen sehr ausführlich erzählt. Das sind wir bei dem nächsten Thema Zielsetzung der Arbeit. Das Ziel ist doch eigentlich eine Arbeitsweise, die von Anfang bis Ende mit möglichst wenig Unterbrechungen und Handlungswechselung ausgeführt werden soll, oder? Ich glaube, da sind wir uns doch einig. Also wenn sowas im Fluss einfach von der Hand läuft, dann verschwendet man weniger Zeit, dann verzugt man weniger. Das müssen wir überlegen. Also wenn ich jetzt meinem Kunden sage, lieber Kunde, das Produkt ist jetzt 10 Euro teurer, weil ich dreimal am Tag nach einer Rechnung suchen muss, der wird im Kopfschütteln mich fragen, ob ich jetzt völlig verrückt geworden bin. Nur weiß es der Gott sei Dank der Kunde nicht, aber de facto ist es ja so. Also ich könnte ja mein Produkt deutlich günstiger anbieten, wenn ich eben diese ganze Zeitverschwenderei mir sparen könnte und die Sachen einfach leicht von der Hand gehen. Und damit jede Station, die wir einsparen, jeden Ausdruck, jedes Laufen zum Drucker, jedes umeinanderheben, abheften und suchen, das ist ja alles Arbeitszeit, die eigentlich damit irgendwo durch die Hände rinnt. Und das ist die Arbeitszeit von Ihren Mitarbeitern. Und wenn Sie auch noch nicht miteinander absprechen, sondern vielleicht jeder an seinem Stück arbeitet, weil er überarbeitet ist und dann auch die Übergabe nicht funktioniert und sich jeder neu einlesen muss, dann geht da noch mehr Zeit drauf. Und dann ist es ein richtiger Teufelskreis, so eine Spirale nach unten, dass alle Leute immer mehr am Anschlag sind. Irgendwann haben sie auch mal Krankheitsfälle, vielleicht gibt es mal einen Burnout und dann wird es für die, die noch da sind im Betrieb, noch wieder schwieriger, weil wieder jemand länger Zeit nicht da ist. Also da müssen wir einfach schauen, dass man diesen Teufelskreis durchbrechen kann. Und das hört sich jetzt eigentlich relativ simpel an, aber es ist doch komplexer, als man glauben könnte. Also die Mitarbeiter und ich, also meine Mitarbeiter und ich, wir sind wirklich darauf trainiert, dass wir genau diese blinden Flecken aufdecken können, dass wir sagen können, Leute, macht's doch bitte schön anders. Also Ausgangsrechnungen an eure Kunden bitte nicht mehr ausdrucken, falten, in Kuverts stecken, Briefmarke drauf, dann zur Post tragen. Fragt doch bei eurem Kunden bitte schön nach, was ist denn eure E-Mail-Adresse, wo wir unsere Ausgangsrechnungen hinschicken? Weil damit haben sie sich erstens mal die Druckkosten gespart, das Porto gespart, das Ausdrucken von Arbeitszeit gespart, zum Druckerlaufen gespart und so weiter. Es geht halt einfach leichter von der Hand. Und wenn man sich dann mal anschaut, von seinem gesamten Kundenstamm, von wie vielen habe ich denn einfach, das wird so eine Auswertung, so eine Analyse, von wie vielen Kunden habe ich schon eine E-Mail-Adresse und wo fehlen sie noch, dann kann ich auch einfach ganz zielgerichtet nachhaken und nachtelefonieren und einfach sagen, wir möchten gerne der Umwelt was Gutes tun und nebenbei auch noch Zeit einsparen und Geld einsparen, sowohl bei uns als auch bei Ihnen. Lassen Sie uns das doch bitte schön auf elektronischen Rechnungsversand umstellen. Und ich habe kaum irgendwelche Kunden oder Lieferanten kennengelernt, die da nicht mitmachen würden. Machen alle mit. Man muss es nur tun. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, ins Tun kommen. Aber manchmal brauchst du so einen gewissen Anstoß und dafür sind wir auch mit da, dass wir ihnen einfach diesen kleinen Drücker geben, auf solche Sachen hinzuschauen. Damit wird natürlich auch deutlich mehr Arbeitskraft wieder frei. Und für mehr freie Arbeitskraft lohnt es sich doch noch einmal neu hinzusehen, zu lernen. Man muss da wirklich mit offenen Augen in den Betrieb gehen und manchmal sieht man es auch selber gar nicht mehr. Und dieses Sehen, Lernen und dieses Hinterfragen, Lernen und die Leute anzustupsen, können wir es nicht auch anders machen? Habt ihr da eine gute Idee vielleicht? Das bringt auch wieder so etwas wie Motivation zusammen, dass das Team miteinander redet und sagt, ja, eigentlich ist es richtig. Und wenn man jetzt an das Stichwort Homeoffice im Verwaltungsbereich denkt oder in Büroumgebungen, ja, wie soll denn jemand sinnvollerweise von zu Hause arbeiten können, wenn alle Akten im Schrank im Betrieb stehen? Kann ja nicht funktionieren. Also auch da ist Digitalisierung zum Beispiel mit Sicherheit ein relativ großer Hebel. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema, es wird Arbeitszeit frei. Und mit dieser Arbeitszeit frei reduziert das Ihren Bedarf, wieder neue Leute einstellen zu müssen, weil Sie einfach sinnvoll arbeiten können und dieses Ganze für die Katz arbeiten wegfällt. Und das ist halt einfach so ein ganz wesentlicher Punkt. Mit einem Glasereibetrieb, mit dem wir zusammenarbeiten, haben wir mit den gesamten Verantwortlichkeiten zum Beispiel das ganze Thema Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen durchgesehen.
Also, wie werden denn Preisanfragen bei einem Lieferanten gestellt? Wann kommt die Rückmeldung? Was passiert, wenn die Rückmeldung nach einem bestimmten Zeitpunkt nicht da ist? Wie kriegt dann der jeweilige Sachbearbeiter ein entsprechendes Signal, dass die Preise jetzt nur vorliegen, dass er sein Angebot schreiben kann? Da haben wir uns also wirklich angeguckt und sehr viel gearbeitet mit der Automatisierung auch. Also, dass eben aus dem Warenwirtschaftssystem raus direkt die Preisanfragen rausgehen. Da stehen dann eben schon die künftigen Projektnummern mit drin, dass, wenn die Rückmeldung vom Lieferanten kommt, sofort zugeordnet werden kann, dass wir mit Regeln gearbeitet haben, dass die entsprechenden Anfragen, E-Mails und Dokumentationen gleich direkt in die Projektordner reinlaufen, dass man eben die Sachen gleich zusammen hat und möglichst ohne Ausdrucken und nicht mehr, wie es vorher war, zum Drucker laufen, in eine Mappe reinpacken, die Projektmappe hing dann an der entsprechenden Magnettafel dran. Und wenn man dann eben nicht da war, oder am besten noch, das war ein zweistöckiges Gebäude, im Erdgeschoss war die Werkstatt und die Arbeitsvorbereitung und im ersten Stock war das Büro. Da mussten dann auch die Leute dann immer die Treppen rauf und runter laufen, weil immer, wenn man dann eben geschaut hat, ob ich erst im Projekt zum Beispiel Wareneingang hatte, dann musste erst die Projektmatte wieder aus dem ersten Stock geholt werden und nachdem der Wareneingang gemacht war, ist sie zurückgetragen worden. Kann man sich alles sparen? Haben wir entsprechend umgestellt auf elektronische Arbeitsweise. In einem Ordner waren alle notwendigen Projektdokumente drin und damit konnte auch jeder darauf zugreifen. Und damit war es auch leichter, dass der Mitarbeiter, der den Wareneingang kontrolliert, einfach auf seinem Notebook sofort eben die Auftragsbestätigung von dem jeweiligen Lieferanten hatte. Damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Punkt 2. Wie lange planen Sie eigentlich im Vorfeld? Also, wann brauche ich Fachkräfte? Planen Sie Ihre Mitarbeitersuche langfristig oder immer erst dann, wenn es gerade am Brennen ist? Also, wenn jetzt jemand gekündigt hat oder wenn auf einmal es überhaupt nicht mehr geht, weil die Überstunden ein Ausmaß annehmen, dass es in keinster Weise mehr vertretbar ist, weil das Betriebsklima auf einmal am Absacken ist und so weiter. Wie sieht es denn eigentlich aus? Und vielleicht denken Sie ja, egal ob kurz- oder langfristig, Fachkräftemangel ist doch wirklich nichts Neues. Naja, man kann auch damit anders umgehen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt mehrere Mitarbeiter haben, ich sage es nicht bloß zwei oder drei, sondern vielleicht dann tatsächlich 35 oder 40, haben Sie eigentlich eine Aufstellung über die Alterspyramide zum Beispiel? Haben Sie da sich mal angeschaut, was passiert denn in den nächsten 4, 5 Jahren? Gehen Leute in Rente zum Beispiel? Oder wie verändert sich das Ganze? Das hatten wir also in einem Metzgereibetrieb zum Beispiel. Die hatten sehr viele, sehr erfahrene Mitarbeiter, sowohl im Verkauf wie auch in der Produktion. Sie hatten aber nicht auf dem Schirm und waren sich nicht der Tatsache bewusst, dass in den nächsten 5 Jahren davon die Hälfte in Rente gehen. Weil sie halt schon immer da waren und es war völlig normal, dass man eben miteinander super zusammenarbeitet. Und das kann man aber auch jetzt schön machen. Also mit einer einfachen Excel-Tabelle, wo dann einfach Name und Geburtsdatum drin ist und das heutige Datum, was man vielleicht noch um 2, 3, 4, 5 Jahre in Zukunft verschieben kann, sieht man direkt eben, wie wird sich meine Alterspyramide eben entsprechend verändern. Und da muss ich auch rechtzeitig anfangen, eben jemand, der am Beginn des Ausscheidens ist, weil er einfach in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, entsprechend neue Kräfte an Bord zu holen, damit auch die Einarbeitungsphase und der Erfahrungsweitergabe sichergestellt ist. Weil es ist halt blöd, wenn ihr in 3 Monaten erfahrt, dass er nicht mehr da ist, dann schaffe ich es nicht mehr. Das ist auch völlig klar. Also, worauf ich letztendlich mit drauf müsste, ist eigentlich doch der Punkt: Fachkräftemangel ist häufig ein Symptom aus einer ganz anderen Problematik raus. Also, zum einen hatten wir gerade besprochen, ist das Thema für die Katz arbeiten. Ich brauche also noch mehr Leute, damit ich mehr für die Katz arbeiten kann. Das kann es natürlich nicht sein, sondern ich kann also den Fachkräftemangel, den ich in meinem Betrieb habe, dadurch lindern, indem ich einfach mich intern besser organisatorisch aufstelle und die Sachen einfach leichter von der Hand gehen. Aber das Zweite ist auch langfristige Ziele und Strategien eben. Wann brauche ich welche Leute und wie schaut das Ganze eigentlich aus? Wo steht das Unternehmen? Welches Geschäftsmodell verfolgt es? Gibt es da vielleicht Veränderungen in der Zukunft? Was in den nächsten 3 bis 10 Jahren geplant? Gibt es Renteneintritte? Gibt es Ausbildungsabschlüsse? Kann ich Azubis übernehmen? Jetzt schon? Kann ich, wenn Leute zum Beispiel sich weiterbilden wollen, Technikerschule ist so ein Riesenthema oder Meisterschule, kann ich sagen, pass auf, mach dein Zeug, ich unterstütze dich, du kriegst auch, obwohl du nicht im Betrieb bist, vielleicht ein Taschengeld von mir bezahlt, dass du deine Ausbildung gut machen kannst, aber wenn du das fertig hast, komm zu mir zurück, ich warte auf dich, aber damit ich dir auch ein Taschengeld bezahle, möchte ich auch entsprechende vertragliche Sicherheit haben, dass du eben nach Beendigung der Ausbildung die nächsten 3 Jahre zum Beispiel bei mir einfach im Betrieb mitbleibst. Kann man bereits machen, bevor der Mitarbeiter das Unternehmen vielleicht für Ausbildungszwecke verlässt.
Man braucht auch nicht immer die eine Fachkraft für bestimmte Aufgaben. Zum Beispiel, wenn Sie alle digitalen Möglichkeiten nutzen wollen oder Bürotätigkeiten erledigen, da kann es auch mal sein, dass man mit Quereinsteigern und so weiter sehr, sehr gute Erfahrungen machen kann. Es muss also nicht immer die Bürokauffrau sein oder der Industriekaufmann oder wie auch immer. Man kann auch Leuten eine Chance geben, wo es auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich so ausschaut. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Welche Fähigkeiten denn für was? So, der Aufbau von alten und neuen Mitarbeitern ist also zusätzlich unabhängig von der Ausbildung selber erstmal. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt ein Elektriker bin, dann hätte ich schon gerne draußen bei meinen Baustellen und Gewerken, dass ein gelernter Elektriker das auch macht. Logisch. Im Büro sieht es ein bisschen anders aus. Auch in der Werkstatt gibt es Tätigkeiten, wo ich jemanden wirklich an der Maschine entsprechend mit einladen kann. Der muss jetzt nicht unbedingt der Maschinenführer für genau die CNC-Fräse sein. Aber ich kann vielleicht schauen, kann ich auch Leute entsprechend weiterbilden und damit auch befähigen, Dinge zu machen, die sie vorher vielleicht so nicht konnten. Jeder Betrieb funktioniert aber trotzdem anders und daher kann also eine Einarbeitung genau hier von wenigen Tagen bis Monate dauern. Darüber sind wir uns, glaube ich, auch ziemlich einig. Manchmal sind es Jahre. Es gibt bestimmte Bereiche, da brauche ich Zusatzqualifikationen und entsprechende Erfahrung. Das kann Jahre dauern. Und den Mitarbeiter von der Ausbildung bis zur Zieleignung aufzubauen, braucht auch mehrere Jahre, aber es entlastet es halt, wenn es soweit ist. Das ist das Stichwort wieder langfristige Strategie. Okay, also Sie sitzen jetzt hier, weil Sie vermutlich jetzt Mitarbeiter brauchen und wie wir damit umgehen und nicht warten können, bis Sie vielleicht in 3 Jahren den potenziell guten Auszubildenden fertig ausgebildet haben oder erst dann mit dem Aufbauen anfangen müssen. Damit kommen wir dann zum nächsten Punkt, die Arbeitgebermarke aufbauen. Das ist also auch was, was Sie jetzt anfangen sollten. Das ist eine Investition natürlich, die sich dann aber ganz, ganz deutlich auszahlen wird, weil Sie einfach den Vorsprung als Arbeitgeber im Vergleich zu Ihren Konkurrenten damit Stück für Stück weiter ausbauen. Also, wie kann es eigentlich sein, dass wir immer wieder händeringend qualifizierte Mitarbeiter suchen? Und Arbeitslose oder Arbeitssuchende eigentlich händeringend eine Anstellung, aber nicht wirklich zueinander finden zum Beispiel. Also wie bringen wir beide Seiten zusammen, Arbeitssuchenden und Unternehmer, der einen Arbeitnehmer sucht, damit sie also die möglichst guten und fähigen Mitarbeiter bekommen. So, also wir gehen diesen Schritt erstmal in diesen Punkt mal in 3 Schritten einfach mal durch. Denn Stellenbesetzung braucht also sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Planung. Was muss also ein Bewerber mitbringen? Was erwarten Sie eigentlich von den Bewerbern? Also schlüsseln Sie alle Fähigkeiten, Eigenschaften, Qualifikationen auf, die Sie suchen. Machen Sie das wirklich sehr transparent, was derjenige oder diejenige tun soll, die Sie suchen. Und wenn Sie nicht, also wenn nicht Sie und Ihre Mitarbeiter diese Kriterien erfüllen, dann sollten Sie vielleicht auf die Kernkompetenzen reduzieren. Also dass man eben sagt, was ist das, was es zwingend notwendig ist? Und was wäre klasse, wenn er sonst noch mitbringen sollte? Also, und etwas konkreter als nur, ja, er soll jetzt teamorientiert sein. Ja, was heißt denn teamorientiert sein? Das muss man wirklich mal ausformulieren vielleicht. Wir treffen uns jeden Morgen zu einer kurzen Besprechung und dann möchten wir uns einfach gemeinsam darüber klar werden, wie der Tag strukturiert werden soll. Man muss miteinander reden können, in einer respektvollen Art und Weise, auch wenn er mal vielleicht irgendwo was schiefgegangen ist. Und nicht immer, du hast es verbockt oder sowas. Also das gehört einfach zum Thema Teamfähigkeit mit dazu und zum Thema Kommunikation. Und je klarer und je präziser und je zielführender man mal solche Profile tatsächlich in der Stellenausschreibung bereits hinschreibt, desto mehr fühlen sich Leute auch konkret entsprechend angesprochen. Also mit dem Durchschnitts-Blabla-Stellenangebotsschreiben heben Sie von Ihrer Konkurrenz eben nicht ab, weil das schreiben alle. Wenn Sie aber sehr genau schreiben, was Sie wollen, dann sind Sie eben da ein ganzes Stück weiter. Und dann sagt jemand, ah, das ist anders als alle anderen Stellenanzeigen, das gucke ich mir mal näher an. Und dieses Auffallen durch Anderssein ist mit Sicherheit da ein ganz wesentlicher Schlüssel mit. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, Minimalanforderungen, wünschenswerte Anforderungen und so weiter. Damit bauen Sie einfach Ihre Basis entsprechend mit aus. So, was bieten Sie einem Bewerber? Schwieriges Thema. Mir ist klar, dass also Metzgermeister oder Elektrotechniker nicht als Herdentiere auftreten, sondern es gibt trotzdem welche. Man muss sie nur finden. Das ist halt wie immer, man muss halt den Markt durchsieben und dann findet man sein Goldkörnchen.
was man eben gesucht hat, mit mehr oder weniger Glück. Gut, Glück. Aber neben der Frage, ob sie die Qualifikation jetzt brauchen oder ob sie die längerfristig aufbauen können, das ist auch für eine Bewerberperspektive wichtig. Also wenn er jetzt bereits ein fertig ausgelernter Elektriker sein muss, der SPS-Programmierung kann jetzt schon und sie brauchen es jetzt, ist das klar. Aber wenn Sie sagen, ein gelernter Elektriker, aber wir bilden ihn dann selber zum Thema SPS-Programmierung einfach aus, dazu haben wir noch ein bisschen Zeit, hilft es Ihnen einfach, diesen Bewerberkreis ein bisschen größer zu gestalten, dass Sie vielleicht mehr Bewerbungen bekommen. Und für die ideale Arbeit ist natürlich auch ein Umzug aus der Ferne ein großer Schritt. Also versetzen Sie sich mal rein jetzt in die Lage eines Bewerbers, der jetzt vielleicht 300 Kilometer weg wohnt, den Ihre Stellenanzeige zwar vielleicht ansprechen würde, aber 300 Kilometer. Wohnung kündigen, Familie umziehen, neue Schule, andere Stadt, pendeln geht nicht. Will ich's oder will ich's nicht? Da muss man dann entsprechend schauen, was gibt es denn für Anreize? Also kann man den Umzug unterstützen mit einer Pauschale? Kann man helfen bei der Wohnungssuche? Ich meine, gerade die Kleinunternehmer sind in ihren Orten eigentlich gut vernetzt, jeder kennt jeden. Also kann man ja mal in seinem Netzwerk nachfragen, hast du vielleicht einmal irgendwo eine Wohnung frei oder kennst jemanden, der einen kennt, der Wohnung frei hat, wie es halt immer so läuft. Unterstützung bei Fahrtkosten oder flexible Arbeitszeitmodelle. Kann jemand tatsächlich vielleicht auch mal im Homeoffice arbeiten? Ist er nur draußen in der Montage und ist eigentlich wurscht, ob er bei Ihnen am Standort vom Unternehmen ist oder von seinem jetzigen Arbeitsort oder Wohnort aus arbeiten kann? Oder wie sieht es denn eigentlich aus? Also solche Dinge kann man sich ja alles überlegen und das sind auch gute Möglichkeiten, aber trotzdem muss das ganze Komplettpaket ja irgendwo stimmen. Also überlegen Sie sich, bei einer Entscheidung, wenn es um einen wichtigen Bereich geht, was kann er da tun? Und für den Oldtimer nutzen Sie nicht jede Werkstatt, sondern vielleicht nehmen Sie ja weite Wege und höhere Preise in Kauf für die Oldtimer-Werkstatt. Das ist ja auch so ein Thema. Einfach, es muss halt einfach alles passen. Und wenn es bei Ihnen keine Bewerber gibt, müssen Sie halt zeitgleich an Ihren Erwartungen und an Ihrem Angebot feilen. Und wichtig ist da halt, die Reichweite zu erhöhen. Also je mehr Leute potenziell von Ihrem Stellenangebot hören, desto leichter geht es halt auch. Und Sie können sich sicher sein, jeder Bewerber, jeder, wird als allererstes in einer berühmt-berüchtigten Suchmaschine nach Ihnen suchen und schauen, wer ist denn das, wo ich vielleicht das Arbeiten anfange. Was schreiben denn andere? Weil so wie jeder auch die Rezensionen von Produktkäufen eines großen Online-Händlers sich anschaut, genauso werden auch die entsprechenden Unternehmen angeguckt. So, also, damit sind wir beim wichtigen Punkt. Wie werden Sie eigentlich wahrgenommen? Sind Sie denn sichtbar, wenn sich jemand über Ihr Unternehmen informieren will? Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was Sie selbst über Ihre eigene Homepage schreiben, sondern eben, was gibt es denn noch so nebenbei? Zum Beispiel irgendwelche Arbeitgeberbewertungen, da gibt es Portale dafür. Oder wie hat man denn was gehört von irgendwelchen ehemaligen Mitarbeitern? Oder gibt es Ausbildungsplätze? Oder gibt es irgendwelche Rezensionen drüber? Was sagen denn eigentlich Kunden über ihre Produkte? Also würde ich jetzt gerne in einem Unternehmen anfangen wollen, wo jeder Kunde schreibt, dass die Leistung des Unternehmens, die Produkte ausbaufähig sind, möchte ich dann Teil dieses Teams werden? Das würde ich mir überlegen, insbesondere wenn ich danach umziehen muss dafür vielleicht. Also das muss halt einfach ein rundes Bild geben, das muss einfach zusammenpassen. Und da sind wir halt also bei dem Thema nicht nur kostenlose Werbung, sondern es gibt auch das Thema Empfehlungen und langfristiger Aufbau als Arbeitgebermarke. Also um Bewerber anzuziehen, müssen sie entsprechend sichtbar sein und positiv wirken. Unternehmensfarben, Logo, sichtbare Unternehmenskultur, haben die alle zum Beispiel hier entsprechend eine Corporate Identity, wie es so schön heißt, Klamotten an, haben die solche Pullover, wo der Name draufsteht oder vielleicht sogar das Firmenlogo. Oder sind die alle im Hoodie mit dem, was sie halt gerade irgendwie gefunden haben? Und naja, wir sind halt zufälligerweise in der gleichen Firma, haben aber miteinander eigentlich nichts zu tun. So, das sind also die Punkte, die man sich halt einfach überlegen muss. Und ein einfacher Weg zum Aufbauen von Arbeitnehmerbewerbungen ist zum Beispiel das Portal kununu. Das ist in Deutschland zumindest das größte Arbeitgeberbewertungsportal. Da muss man einfach anfangen, langfristig gut seine Reputation aufzubauen. Und da fängt man natürlich normalerweise an, dass man bei seinen jetzigen Mitarbeitern, die mit einem zufrieden sind, sagt, Mensch,
Da gibt es eine Arbeitgeberbewertung. Ich würde mich freuen, wenn du auch eine Bewertung entsprechend mit abgibst. Guckst dir mal an, das ist anonym, kannst einfach mitmachen. Ich würde mich darüber freuen. Das ist langfristiger Aufbau einer Reputation. Wenn Sie jetzt nach mir suchen würden, dann finden Sie einiges. Also ich habe Bewertungen bei meinem Praktikum, weil ich regelmäßig Praktikanten bei mir die Gelegenheit zur Ausbildung gebe. Mitarbeiter haben mich beworben auf Kununu als Arbeitgeber. Es gibt bei Proven Expert zum Beispiel meine Bewertungen von meinen Kunden. Sie werden bei Facebook oder bei Google oder bei anderen entsprechend Bewertungen finden. Also ich habe angefangen frühzeitig, dass ich Entschuldigung. Ich habe frühzeitig angefangen, wirklich eine Arbeitgebermarke aufzubauen in einem 360-Grad-Blick. Sowohl vom Kunden als auch von den Mitarbeitern, als auch eben von Praktikanten oder ehemaligen Mitarbeitern, dass man eben gemeinsam schaut, was ist das eigentlich für eine Firma? Und damit hatte ich eigentlich die Basis gelegt, dass entsprechend Bewerber positiv angetan sind und sagen, ja, ich schicke meine Bewerbung hin. Das ist der erste Schritt, weil wenn Sie keine Bewerbungen kriegen, können Sie keine auswählen. Aber damit habe ich einfach deutlich gesteigert die Anzahl der eingehenden Bewerbungen. Und gerade im Handwerk und in manchen Handelsbranchen kommt halt noch ein wichtiger Punkt obendrauf. Wie schaut es denn da bei Ihnen aus? Also haben Sie jetzt nur Ihre eigene Homepage, die im guten Fall professionell gestaltet ist, die Ihr Logo zeigt, die vielleicht auch Ihr Team zeigt, die Ihre Leistung zeigt? Oder haben Sie auch außenrum diese Satelliten aufgebaut, eben diese Thema Bewertungen und Sichtbarkeit einfach auch in anderen Medien? Also was schreiben andere über Sie? Das ist nämlich mittlerweile ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um diese Reichweite aufzubauen. Damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Wir sehen es dann hier bei der Verfügbarkeit, Können oder Passgenauigkeit. Also Stellenbesetzungen mit Fachkräften ist nicht gerade einfach, das haben wir schon jetzt mehrfach angesprochen gehabt, aber gerade solange einige Branchen ein ideales Marketing ausspielen und andere noch am Anfang stehen, ist da halt eine relativ große Schere drin. Und diejenigen, die sich darum halt kümmern und das aktiv betreiben, auch als Teil ihrer Strategie, dass sie eine positive und mit hoher Reichweite versehene Sichtbarkeit haben wollen als Arbeitgeber, die tun sich einfach langfristig leichter. Und dann irgendwann heißt es halt, naja, wie es bei den Großindustriebetrieben auch ist, wenn es zu Siemens gehst, machst du nicht zu viel verkehrt. Das kann natürlich auch für einen fleischverarbeitenden Betrieb sein wie eine Metzgerei. Also natürlich vielleicht ein bisschen lokaler begrenzt, aber wenn es zum Metzger XY gehst, das ist ein toller Betrieb, da lernst du was, da weißt auch, dass es dir gut geht, du hast eine gewisse Sicherheit von deinem Arbeitsplatz, die sind hier lokal verwurzelt und haben auch ein gut gehendes Geschäft. Gut gehendes Geschäft heißt nämlich, genügend Kunden kommen auch und finden die Produkte gut. Das sichert nämlich langfristig den Arbeitsplatz. Damit wird er nämlich finanziert. Das ist doch genau der Punkt, wo man eigentlich hin will. Und manche tun sich da halt noch einfach schwer. Gerade im Handwerk kommt also von den regionalen Kammern inzwischen relativ viel Imagearbeit. Da passiert relativ viel. Aber es fehlt halt immer noch an allen Ecken und Enden tatsächlich dieses Thema, wie baue ich mich da entsprechend halt auf. Und das ist eigentlich auch was, wo man zum Beispiel mal gemeinsam als Projekt machen könnte mit einem Azubi oder sowas, der vielleicht ein Händchen und ein Gefühl fürs Internet auch und so weiter hat, binden Sie ihn bei sowas mit ein, was er gut fände zum Beispiel, um wirklich zu sagen, ja, das ist ein Betrieb, da würde ich mich gerne hinbewerben, das hat mich davon überzeugt, dass ich da einfach anfange. Ja, in meinem Büro suche ich meine Mitarbeiter nach ausbaufähigen Kenntnissen und Motivationen aus. Das ist für mich halt wichtiger als das, was jemand als Zeugnis mitbringt. Es bringt nichts, wenn er nur einen Wisch hat, dass er irgendwie in Religion einen Einser hatte. Das ist schön, aber das hilft mir in der täglichen Arbeit jetzt weniger was. Sondern mir kommt es einfach darauf an, sind die Leute gewillt, tatsächlich dazu zu lernen? Kann ich sie entsprechend motivieren, mehr zu machen, im Sinne von, ich lasse mich auf Neues ein, ich bin lernwillig, ich möchte auch Sachen ausprobieren und vor allem gebe ich ihnen auch den Freiraum, das zu tun. Es bringt ja nichts, wenn jemand lernwillig ist, aber ich lasse ihn nichts machen. Und damit sind wir auch wieder beim Thema positive Fehlerkultur. Am Anfang geht immer mal was schief, das ist völlig klar. Es ist okay, wenn was schief geht. Es soll halt nicht das zweite Mal passieren. Und genau da sind wir dann drin, wie man sagt, wie kann ich jemanden anleiten, wie kann ich jemanden coachen, wie kann ich jemanden weiterentwickeln. Und das ist wieder positiv für Ihr ganzes Thema Unternehmenskultur. Und das führt auch letztendlich zu sehr, sehr guten Bewertungen in diesen Arbeitgeberportalen, wenn die Leute sich wertgeschätzt fühlen und auch das Gefühl haben, dass sie einfach tatsächlich systematisch weiterentwickelt werden. Das bietet nämlich Perspektive,
außerhalb des eigenen harten Gehaltsrahmens raus, wenn ich Sachen einfach machen darf. Das bietet letztendlich Sicherheit, das bietet Festanstellung, das bietet Mitbestimmung, das bietet gute Unternehmenskultur. Es bedeutet aber auch, dass ich Beratungsanfragen nicht sofort immer alle annehmen kann, wenn es mal personelle Engpässe gibt, sondern dass ich schauen muss, wie komme ich mit meinen Kapazitäten auch entsprechend zurecht. Aber das ist, hat auch was Gutes. Vielleicht will ich auch nicht jede Anfrage annehmen. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass man irgendwo auch mal knappe Ressourcen hat und sagt, der Auftrag, ich war eh nicht so ganz wild drauf. Da gibt es dann ja im Handwerk oft dann mit irgendwelchen dämonischen, utopischen Preisen so Abwehrangebote. Wenn man dann den Auftrag kriegt, dann wird man steinreich und wenn man nicht kriegt, ist nicht schade drum. Das gibt es natürlich jetzt nicht bei uns im Beratungsbereich auch so, aber jetzt nicht mit irgendwelchen Preisangeboten, sondern einfach einfach sagen, wie setze ich meine Ressourcen am besten ein. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Aber Unternehmenskultur ist eigentlich auf eine gemeinsame Verbesserung ausgerichtet, dass wir also gemeinsam da einfach die bestmögliche Zusammenarbeit schaffen können. Und das heißt eben digitales Zusammenarbeiten, an jedem Ort bestmöglich zusammenarbeiten, sich gegenseitig vertreten können und auch sich gegenseitig weiterhelfen und unterstützen. Und damit verheißt sich auch meine Mitarbeiter nicht, weil wenn einer sagt, du pass auf, ich brauche mal einen Tag Pause, ja, ist völlig okay, weil wir können ja auch gut zusammenarbeiten und andere können auch mal für den Tag einfach die Aufgaben übernehmen. Ist überhaupt kein Thema, schaffen wir alles. Und mit meiner Kapazitätsplanung ist auch die Mitarbeitersuche langfristig und über verschiedene Methoden einfach möglich. Und wir können also jederzeit unsere Aufgaben entsprechend auch priorisieren. Also mein Gedanke ist dabei, dass die Arbeit schaffbar sein muss, um sie bestmöglich auch zu leisten. Und nicht zu vergessen, neue Mitarbeiter müssen auch in unsere Unternehmenskultur reinpassen. Das ist mir unheimlich wichtig und sie müssen auch gut eingearbeitet werden. Also wenn ich neue Mitarbeiter suche, ist grundsätzlich mein Team mit dabei und schaut sich diejenigen auch mit an, weil die müssen auch mit denen zusammenarbeiten. Und es ist mir wichtiger, dass mein Team sagt, okay, den oder diejenigen, die wollen wir haben, da ist eigentlich meine Entscheidung eher im Hintergrund, sondern ich möchte eigentlich mehr, dass das Team, was dann wirklich intensiv jeden Tag zusammenarbeiten muss, dass es da einfach stimmt und harmoniert. Und das klappt auch mit Standards und mit einem motivierten Team sehr gut. Und es braucht dennoch Zeit, bis ich die Auftragslast dementsprechend erhöhen im Team verteilen kann. Das ist einfach diese Zeit, die man einfach mit einplanen muss, wenn man entsprechend aufbaut. So, also auf geht's gegen den Fachkräftemangel. Damit sind wir bei der nächsten Folie. Und wir sind auch schon fast am Ende. Also es dauert immer zu lange. Sie sehen also, es gibt eine Lösung. Also die eine Lösung, die gibt es nicht, aber es gibt eine Lösung für den Fachkräftemangel. Und da haben wir einfach das Thema, den Ist-Zustand zu erfassen. Wirklich keine Arbeit für die Katz im Unternehmen, sondern wirklich nur wertschöpfende Arbeit möglichst machen und jetzt schon die Möglichkeiten nutzen, dass man einfach Mitarbeiter entlastet durch es geht leichter von der Hand. Und dieses es geht leichter von der Hand schaufelt Zeit frei, die sie wirklich sinnvoll nutzen können, weil sie haben ja schon gute Mitarbeiter an Bord. Und wenn sie die einfach bei dem Kunden besser einsetzen können oder im Büro einfach sinnvoller einsetzen können, statt Akten suchen oder rumtragen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, ist das besser, als jemanden neuen einzustellen. Es gibt das Thema Ziele setzen. Letztendlich plane ich langfristig mein Personal, meine Kapazitäten. Was möchte ich eigentlich schaffen? Möchte ich eigentlich überhaupt wachsen oder muss ich wachsen oder will ich eigentlich gar nicht wachsen? Das kann ja auch eine Strategie sein. Das sagt die Größenordnung von meinem Betrieb, das passt mir. Solange ich meine Auftragslage soweit habe, dabei belasse ich es auch. Und sollte mehr reinkommen, dann sage ich es halt auch ab. Also dieses Selektieren können von Anfragen auf diese Dinge, die mir Spaß machen, das ist eigentlich auch ein wesentlicher Punkt. Also wir wachsen eher langsamer. Wir wollen lieber uns fokussieren auf eine gute Zusammenarbeit bei uns hier im Unternehmen, im Team, dass wir da wirklich bestmöglich zusammenarbeiten. Und das sage ich auch lieber mal den Auftrag einfach ab. Und es fühlt sich gut an, wenn man auch sowas mal machen kann. Ja, und ansonsten Anforderungen festlegen, also ganz klar die Stellenbeschreibungen formulieren, nicht nur die abstrakt blumigen, wolkigen Stellenausschreibungen, die man sich überall aus dem Internet rauskopieren kann, sondern wirklich ganz präzise und ganz exakt, was sie eigentlich möchten, was sie sich erwarten, auch was sie bieten können. Dann haben wir eben den Punkt Arbeitgebermarke aufbauen oder schärfen eben. Das hat man gerade angesprochen. Sorgen Sie frühzeitig und rechtzeitig für entsprechende Reichweite. Das geht nicht über Nacht, sondern das müssen Sie nach und nach einfach aufbauen. Es sollte aber Teil Ihrer Strategie sein, wie Sie sich als Unternehmen präsentieren.
Also so wie Sie Ihre Internetseite als Teil Ihrer Strategie haben, sich zu präsentieren, gehören eben auch die anderen Dinge dazu. Also Arbeitgeberbewertungen, Praktikantenbewertungen, Kundenbewertungen, ähnliche Dinge. Fangen Sie es rechtzeitig an. Ja, und die Stellenausschreibung an den passenden Stellen veröffentlichen. Da gibt es eben mehr als nur die eigene Internetseite oder die berühmt-berüchtigten Stellenportale, die wahnsinniges Geld kosten. Es gibt da noch sehr viel weitere Sachen. Es gibt Ämter, es gibt Kammern, wo man auslegen kann, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Die Internetrecherche gehört dazu. Passen Sie wirklich auf. Es gibt auch echt Abzockerseiten, die einfach für ein wahnsinniges Geld ihre Stellenausschreibung aufnehmen, aber dann die Reichweite nicht sichergestellt ist. Da muss man sich vorher informieren, was sind denn die entsprechenden Zahlen und die Reichweitenzahlen eben von solchen Portalen. Ja, und natürlich auch Empfehlungsmarketing. Binden Sie Ihr näheres Umfeld alles mit ein. Das ist noch so vielleicht der Bonustipp. Auch Ihre Mitarbeiter haben ein soziales Umfeld. Sagen Sie ihnen einfach, wir suchen noch jemanden, dass dies auch letztendlich in Ihrem Bekanntenkreis weiterverbreiten. Denn das ist zum einen die authentischste Art von Arbeitgeberbranding und Arbeitgebermarke, wenn ein begeisterter Mitarbeiter in seinem Umfang sagt, Mensch, hast du nicht Lust, auch zu uns zu kommen? Wir suchen gerade noch jemanden, du wirst dir vielleicht gut dazu passen. Und vor allem, es kostet ja auch nichts. Sondern das ist also, glaube ich, die eleganteste Form, auch mit neuen Mitarbeitern zu suchen. Jo, damit sind wir auch schon ziemlich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Webinar. Sie können auch direkt im Anschluss letztendlich an diesen Termin mit mir oder mit meinen Mitarbeiterinnen einen entsprechenden Termin vereinbaren. Nutzen Sie den Link, den Sie auch in den E-Mails finden, wenn wir Ihnen demnächst die Folien schicken. Wir helfen Ihnen gerne auch weiter. Und da brauchen Sie ja keine Angst haben jetzt mit irgendwas, sondern wir setzen uns immer erstmal zusammen oder hören uns am Telefon oder in der Videokonferenz einfach mal gemeinsam an, wo drückt denn der Schuh? Und machen einfach mal so ein völlig unverbindliches und kostenloses Erstgespräch einfach, ob es da Möglichkeiten gibt, weil letztendlich ist auch wichtig, dass die Chemie stimmt, dass Sie sagen, jawohl, mit dem Schröder kann man zusammenarbeiten oder nee, das geht ja gar nicht. Das gibt es vielleicht auch und deswegen fangen wir einfach mal ganz ruhig an und sagen, wo drückt der Schuh, wie kann man Ihnen helfen, was sind so die Themenstellungen, die Sie einfach bewegen und was sind denn mögliche Konzepte, damit wir da gut zusammenkommen, damit Sie einfach Ihr Unternehmen weiterentwickeln in die Richtung, die Sie gerne hätten. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bei einem der anderen Webinare auch wiedersehen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es auf jeden Fall nochmal rein in den Chat. Wir konnten vielen Betrieben einfach Anfangsimpulse geben im Bereich Digitalisierung, papierloses Arbeiten, leichter von der Hand, weniger für die Katz arbeiten, weniger Frustration und letztendlich glücklichere Mitarbeiter. Und glückliche Mitarbeiter sind die besten Botschafter dafür, dass sie auch neue, engagierte Mitarbeiter irgendwo auch finden. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch soweit einen erfolgreichen Tag oder eine erfolgreiche Woche und ich freue mich, wenn Sie wieder mit reinschauen. Also, auf Wiedersehen und alles Gute.